Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben letztes Mal Kaffee gebaut und unsere... Naja, wir haben ein paar Leute abgeholt für Isabelle. Leider müssen wir uns den Vertrag jetzt wieder zurückholen, weil der bei dem Überfall auf Isabelles Insel verloren gegangen ist. Zufälligerweise wurde geklaut. Ja, ich weiß nicht, wie die den geklaut haben. Wahrscheinlich hat da irgendjemand hier an dem Geschütz gemeint, er schießt den Brief oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher. War eigentlich ist kein einziges Schiff entkommen. Aber was soll's, wir sind auf jeden Fall schon unterwegs. Und wir möchten auch gleichzeitig nach Cap Trelawney uns aufmachen. Wir haben sonst hier La Isla ist, naja, die kriegen Kaffee jetzt demnächst. Oh, die haben schon Kaffee. Das heißt, die sind auf jeden Fall mehr zufrieden noch. Die brauchen natürlich noch Tortillas. Und Tortillas... Weiß ich gar nicht, warte mal. Vom Stapel gelaufen. Oh, und wir haben unser erstes Linienschiff. Insanely cool. Neue Befehle? Das erste Linienschiff. Ja gut, Folge fertig. Direkt beenden. Ja, nee, warte mal. Dann können wir dich ja eigentlich auf das hier schicken. Die Springmaus. So, du kriegst auf jeden Fall Holz mit und Stahl. So, dann... Ja, wahrscheinlich müssen wir ein bisschen auf Mangel von was anderem gehen, aber es ist halt so. Haben wir noch irgendwie hier, die könnten wir noch mitnehmen. Die Sichel leider nicht. Es gibt auch nochmal Redegabe, das ist gut. Und dann würde ich sagen, ab dafür. Ja, die kaufen sich wieder gegenseitig Anteile ab. Das, da halte ich mich erstmal raus, ja. Ditchwater ist die einzigste Sache, die wir... Was wir machen müssen, wir brauchen auf jeden Fall jetzt mehr Bier. Also ich möchte mehr Bier, sagen wir es mal so. Ah, hier muss ich auch wieder auf Blaupause stellen. Das ist immer ein bisschen nervig, finde ich. Okay, 96... Wenn ich das jetzt hier so mache, ich glaube nicht, dass ich da noch ein zweites hinkriege, oder? Jetzt hassen die mich gleich, weil der Weg nicht verbunden ist, aber Momentchen. Momentchen kurz. Wenn ich dich jetzt hier hinsetze und da Hopfenfelder mache. Ja, okay. Ist zu weit gegriffen tatsächlich. Der Teufel fordert seinen Tribut. Ja, wir schauen es uns sofort an. So, dann machen wir das halt so irgendwie. Ja, ich glaube, so ist okay. Schauen uns erstmal die Expedition an, ist wichtiger. Ja, wir verfolgen die Perforia. Mit dem Vertrag entkommen. Die im Schutz des Pulverdamms der Schlacht setzt hier ein kleines Schiff aus dem Scharmützel ab. Der ganze Eingriff muss ein Ablenkungsmanöver sein. Ja, obviously. Die Übernahme der Papiere und die anschließende Flucht zu ermöglichen. Ja, echt. Sie und Hannah werden die Wahrheit nie erfahren, wenn sie nicht zurückholen. Das Schiff hat einen ordentlichen Vorsprung, aber im Fall einer Verfolgung können die es vielleicht einholen. Dann um wenig... Gehäfen. Okay. Wenige Häfen in der Nähe als Zuflucht in Frage kommen. Können sie aber auch versuchen, ihr mutmaßliches Ziel zu bestimmen. Ja, wir machen. Wir müssen ja das hier machen. Leiten Sie uns. Da, wir haben sie, strahlt der Navigator. Sehen Sie? Hier. Die Finger zeichnen eine Route hinter der Insel Ventura nach. Bemerkenswert, wie einige Möglichkeiten sie haben. Wie wenig Möglichkeiten sie haben, sorry.
Montoya ist der einzige Hafen im Umkreis von 100 Seemeilen. Okay, das ist, ja, den sie gefahrlos anlaufen können. Und tatsächlich fangen sie eines der winzigen Schiffe in Montoyas glitzernden Bucht ab. Es mag ihrem einigen Schiff nicht gewachsen sein. Aber wenn sie es versenken, wird der kostbare Vertrag wahrscheinlich ein Opfer der Wellen. Wir machen das natürlich bewegungsunfähig. Meilenweit daneben, naja. Ja, wir wollen es eigentlich schwer beschädigen, okay. Ja gut, dann halt weiter damit. Dann müssen wir wohl weitermachen. So, pass auf. Wir können nämlich das hier vielleicht so machen. So, bei dem hier. Ja, es sind jetzt erst 43, aber... hierher gehen. Das können wir machen. Wir machen das hier da weg. Oh, das ist sowieso das hier. Ah ne, wir müssen einmal da weg machen. Zwei. Und dann können wir hier nämlich 96 draus machen. Ja. Oh, und dann machen wir den Weg nämlich hier so rum. Und dann, oh, das passt sogar ganz gut hier. Dann können wir hier eventuell noch irgendwie eine Feuerwehr oder sonst irgendwas hinbauen. Oder halt tatsächlich mehr von Stoffen. Mehr Stoffe. So, na, die Feuerwehr sollte erstmal okay sein, wenn wir die hier weiter drüben bauen. Wir brauchen vor allem auch noch zwei Weizenfelder. Vielleicht bauen wir da einfach die Weizenfelder hin. Die Frage ist, wenn ich da jetzt... Ich brauche wahrscheinlich hier irgendwo mal noch... Machen wir hier eins hin. Mach ich mal hier Weizenfelder hin. Weil ich weiß, wir müssten vielleicht kein Bier bauen, aber ich möchte Bier bauen. Okay, der Weg hier muss weg. Ich weiß nicht, ob das reicht mit den Feldern. Ich bezweifle, dass es mit den Feldern reicht. Es wird nicht reichen. 110 von 144, es wird nicht reichen. Selbst nicht, dass ich bis dahin wegreiße. Kann das so gedruckt werden? 132. Wenn wir die Worte oft genug wiederholen, werden. Wir nehmen mal die Propaganda-Aufgabe an und gehen für. Führe Ihnen die ganze Wahrheit vor Augen. Mehr Verbrauch. Flugblättern, Papphüten mit roten Lettern. Und lektorieren das und machen das mal. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Das Volk liebt. So, ich möchte einfach, dass... Das schon Zensur oder bloß Politur? Das war nur Politur. Das war nur Politur, mein Freund. Damit hast du dir einen langsamen Tod. Oh nein, er hasst es. Okay, nächstes Mal machen wir es nicht mehr. Und sie hasst es auch. Okay, ja, never mind. Naja, immerhin haben wir einen höheren Einfluss jetzt. Okay, hier passt es nicht. Das heißt, wir machen... Wir ändern das hier mal nochmal ab. Wir machen das am besten nochmal komplett weg. So, und zwar mal dann... Also eins kriegen wir hier hin. Mehr sowieso nicht. So, das heißt, wir machen dann da halt einfach eine Getreidefarm.
da machen wir natürlich möglichst viel Randstücke. So, ich weiß nicht. Doch, wir brauchen beide. Okay, das sind 144. Dann mache ich das dahin. Dann den Weg erstmal so. Und dann mache ich euch wieder eine von denen hier. Unaussprechliche Schrecken. Wir schauen es uns sofort an. Und. Und dann halt dann noch eine Feuerwehr, ne? Ja. Okay, so machen wir das gleich. Montoya. Oh nein. Der Vertrag und die Beförderer müssen hier in Montoya sein. Aber wo? Die Stadt breitet sich unter pastellblauen Himmel von ihnen aus. Und unverkennende Kalk, Weiß und Terrakotta. Oh. Es hört sich toll an nach Urlaub. Des Imperian La Corona leuchten entlang des schmalen Mündungsarms des Mixcotl, wo ein Ozean fließt. Doch vor Beschaulichkeit kann ich nur Angstzeichen auf dem Gesicht jedes Passanten ab. Sie müssen wissen, wer sie sind und was sie suchen. Aber jemanden zu finden, der mutig genug ist, sein Wissen zu teilen, naja, gestaltet sich schwierig. Wir können herumfahren uns oder sich stattdessen auf eigene Augen verlassen. Ja, wir fragen, auch wenn es die Erfolg... Nehmen Sie uns die Zweifel. Schnell mit... Ah, wir werden mit dem Hafenmeister warm. Ein Amtskollegen. Problem der Regierung mitfühlen gegenübersteht. Ich bin es so leid, sagt er. Wenn Sie herkommen, das ist ein Altraum für uns. Falls Sie etwas unternehmen, wäre es mir ein Vergnügen zu helfen. Ja, da gehen wir doch mal in das große Landhaus. Flussaufwärts. Okay, pass auf. Dich möchte ich nicht hier, sondern ich möchte euch zwei dann natürlich nebeneinander. So, und dich, ja, I guess so. So. Ich hoffe, wir haben genug Arbeitskraft dafür. Scheint erstmal so zu reichen. Fürs Erste. So, ich muss ich natürlich auch noch ausbauen. Versteckt die Flaschen. Okay, er kommt bis dahin. Das ist schon mal gut. So, auf den Spuren, Ihre Majestät. Okay, das hat noch. Ich habe da noch keine irgendwie Zwischenziele erreicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, ihr seid aber wieder da. Ja, ich will aber noch kein. Ich will kein Luftschiff-Hangar bauen. Bitte nicht. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Was sollen wir. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Die hat irgendwo Nutztiere verloren. Oh nein. Ah, hier. Wir werden auf sie anstoßen. Ein Esel für ein Zoo. Das, okay, nehmen wir mit. Könnten hier eigentlich. Haben wir noch keinen Schnappes oder sonst irgendwas hier gebaut, ne? Das ist halt einfach. Zumindest haben wir genug zu essen. Ja, Kleidung und was zu essen. Aber ihr seid positiv, ne? Ja. Ja, bei euch sieht es auch gut aus. Also eigentlich kann ich mich nicht beschweren. So prinzipiell mal. Hier, ich glaube, auch nochmal ein Weizenfeld hin, ne? Ja, vielleicht können wir dann da noch eins machen. Ich weiß nicht, ob das noch eins reicht. Und das eins für die Bäckerei ist sozusagen. Ich schau mal. Nee, reicht nicht. Wir kümmern uns hier um alles. Vielleicht, wenn wir das hier umziehen würden. Drei. Ja, ich sehe mich gut. Ich lasse es jetzt erstmal so. Das ist dann ein Zukunfts-Ich-Problem. So hätte ich gesagt. So, wir haben
Würstchen sind wieder stabil. Brot ist auch noch gut. Ja, Alkohol, der, ja, so. Das ist schwierig. So, ich hätte eigentlich ganz gern noch mehr Schiffe gebaut. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob sich das lohnt aktuell. Momentan müssen wir halt in der neuen Welt. Okay. Ja, wir können natürlich anfangen, hier was zu machen. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, wir haben noch ein Linienschiff fertig. Mehr als bereit. Keine Ahnung, wir könnten natürlich anfangen, irgendjemanden zu fighten, aber mit unserer aktuellen Flotte und wir haben ja eigentlich auch noch was anderes zu tun. So, aber ich überlege gerade halt, ob ich wirklich noch eine Fregatte baue. Schoner will ich eigentlich nicht bauen. Clipper eigentlich auch nicht. Ja, ist gerade schwierig. Vor allem nur wegen ihm hier. Edward. Mm. Ich habe hier Ingenieure. Ja, guck mal, ich habe immerhin Handwerker. Die brauchen Varieté. Stimmt, das können wir bauen. Ja, die Range wäre halt so semi-geil. Eigentlich müsste es hier reinbauen. Und dafür müsste ich wieder zwei Häuser abreißen. Naja. Stehen bereit. So, ja, ja, alle stehen bereit. Wir machen, gucken uns das an. Welche Expedition ist das? Ah, für den Vertrag. Der Prosperity-Vertrag muss hier sein. Das Landhaus sieht sehr modern aus, mit seinen weißen Mauern und schön anzusehenden Giebeln. Eine Orangerie grenzt an. Ja, ein Ziergarten. Naja, was die alles haben. Typischen Kolonialstil. Ah, oh, schön. Lattenzäune. Ja, ja, ja. Was können wir machen? Frontal. Ja, warum eigentlich? Hier brauchen Sie, Admiral. Ja, überwältigt haben wir die erst. Wir sind effizient. Wir können nur voll drauf. Wir haben können nicht gezielt. Wir können nur voll drauf. Ja, rein da. Ja, es gibt keine Verluste auf unserer Seite. Ja, nur grauen. Gemälde, bla bla bla. Das ist eine Kuppel in der Mitte. Sonnen, oh ja. Bibliothek. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Ja, aber jetzt haben wir... Wow, wow. Wir können jetzt wahrscheinlich nur was für... Ja, unter P... Ja... Dann machen wir Versammlungssaal. Ja, Beute! Oh, ein Schild. Ja, es tut mir leid, aber ich lasse den Schild da liegen. Hä? Ah, okay, wir haben den wohl jetzt gefunden, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir ihn gefunden haben. Bin mir nicht so ganz sicher. Pass auf, wir bauen nochmal ein Linienschiff. Was soll der Geiz? Der Dank geht an die kleinen Felder. Nicht weniger als uns zusteht. So, und ich baue hier einfach nochmal ein paar Bauern hin. Das soll schon schief gehen.
Außer dass sie gleich jammern, sie haben keinen Weg. Also am Anfang jetzt vielleicht. Jetzt eher nicht mehr. So, wir haben hier Marktplatz, da und da. Ja, sollte erstmal. Die sollten erstmal okay zufrieden sein. Wir bauen dafür dann die zwei hier aus. Und das hier auch noch, falls wir es brauchen. Ich hoffe erstmal nicht. Quarzgrube könnte wahrscheinlich noch. Achso, ja, wir könnten noch eine Fensterfabrik unterhalten. Wir brauchen die aber gerade nicht. Auf die alte Dame. Aber was wir machen können, ist ein Schiff wieder abziehen. Und es hat sowieso noch diese. Die Löschgranate drin. Die brauchen wir hier jetzt auch erstmal nicht. Und dann nehmen wir dann mal 50 Tonnen Stahl. Eigentlich brauchen wir das. Ja doch, wir nehmen mal 40 Tonnen Bretter mit. Und ein paar Fenster. Und vor allem Kanonen. Ah, okay, wir nehmen. Wir haben. Warte mal, ist unsere Kanonenproduktion stillgelegt? Nö. Achso, wir haben aber ein Linienschiff gebaut, ne? Neue Ziele. Ja gut, dann nehmen wir. Wie viel kostet es in der neuen Welt? So ein Geschütz. 10. Okay, das normale kostet 10. Gut, dann nehmen wir halt die 10 Tonnen mal mit. Eigentlich hätte ich noch ganz gern Fenster mitgenommen. Okay, pass auf, ich lasse das Holz da und nehme dafür Fenster mit. Ich glaube, es ist die bessere Wahl. Nach La Isla. In die Takelage. So, und dann müssen. Haben wir eigentlich diplomatisch. Mit ihr unmöglich, okay. Können wir uns einschmeicheln? Du kanntest meinen Vater. Ah, ich hab's versucht. Bei ihm. Bleib einer von den Guten. Nicht Angriffspakt, immer noch unmöglich. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie sich. Oh Gott. Geschenk? Eine kleine Scharade? Ja, immerhin. Einen Moment. Nein, ich habe keinen Moment. Die Gewerkschaft hat genau das. Ich möchte euch hier nicht haben, weil die ganzen anderen Leute mich hassen dafür, wenn ich euch annehme. Also literally jeder hasst mich dafür, wenn ich euch annehme. Wir schlingern ins Unheil. Ah, oh, die Hacienda. Große Spur im Kiosk. Ah, nee, das ist das andere. Ja, wir nehmen halt das hier. Alles bereit zur Jagd. Ja. Wir wollen nur helfen. Wir wollen nur helfen. Okay. Ah, das lief gut. Das lief ganz gut. So, ich frage mich, wie das mit dem Vertrag ist. Schießen die Expedition. Ja, wir können auch ins Land der Löwen, aber ich will da eigentlich noch gar nicht hin. Ich will nur nicht nach Embeza. Das ist nur noch eine Map. Uns reichen die hier aktuell. Gut, ich würde sagen, wir haben das erste Linienschiff heute gebaut, ne? Mit dem ersten Linienschiff und noch weiteren im Petto. Eigentlich haben wir schon zwei. Eins ist auf Expedition. Würde ich sagen, hau da rein. Warte mal, ich möchte dich unter Segeln sehen hier. Dann würde ich sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.